Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video zum Bereich Grundlagen der Elektrotechnik. Das letzte Mal haben wir über den Widerstand gesprochen. Gell? Wir haben gesprochen, was Widerstand ist, dass das für uns jetzt der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung ist, dass das Ohmsche Gesetz gilt, dass der Widerstand im Prinzip abhängig davon ist, wie viele Ladungsträger da drinnen zur Verfügung stehen, ja? Dass es Leiter, Halbleiter und Isolatoren gibt. Und ja, da wollen wir jetzt ein bisschen anknüpfen. Ja? Da wollen wir anknüpfen und uns den Widerstand etwas genauer ansehen. Und zwar, wenn man sich einen Leiter vorstellt. Ja? Stellen wir uns ein Stück Leiter vor. So soll das ausschauen. Rundes Leiterchen. Ja? Da drin gibt es halt pro Kubikzentimeter eine gewisse Anzahl an freien Ladungsträgern. Ja, das heißt, pro Kubikzentimeter haben wir ungefähr 10 hoch 23 freie Ladungsträger zur Verfügung. Ja. Viel. Okay, pro Kubikzentimeter, also pro Milliliter 10 hoch 23, ein Einser mit 23 Nullen Ladungsträger. Ist eine ungefähre Schätzung, ohne Komma. Okay? So, die haben wir da zur Verfügung. Die bewegen sich jetzt da durch. Ja? Und es ist jetzt so, das habe ich das letzte Mal schon mit der Stromdichte erklärt, je kleiner der Querschnitt ist, um den gleichen Strom durchzubringen, desto schneller müssen die da durchpfeifen. Ja? Ist klar, hoffentlich. Ja? Je größer der Querschnitt ist, desto langsamer müssen sich die Ladungsträger bewegen, um auf den gesamten Querschnitt, ne, praktisch so und so viel Coulomb pro Sekunde, weil jeder Ladungsträger hat ja 1,602 macht 10 hoch minus 19 Coulomb. Und wenn es jetzt alle ein Stück nach rechts geht, haben alle dazu beigetragen praktisch für den Stromfluss. Und wenn da viel auf einer Ebene sind, was bei einem großen Querschnitt ist, dann müssen die halt langsam weitergehen. Und wenn weniger auf einer kleineren Fläche sind, dann müssen halt mehrere Scheibchen da durchmarschieren. Ja, so kann man sich das vorstellen vielleicht. Je schneller die da durchmarschieren müssen, desto schwieriger wird das. Ja, weil ja, das letzte Mal haben wir gesagt, da gibt es diese Atomrümpfe, die Atomkerne, und die müssen da von einem zum anderen, das setzt einen gewissen Widerstand eben entgegen, ja, Strömungswiderstand, und den spüre ich. Ja. Das heißt, je langsamer ich da durchgehe, desto gemütlicher wird es. Ja. Das heißt aber auch, dass mein Widerstand hier, mein Zusammenhang zwischen Strom und Spannung, nicht nur vom Material abhängig ist, sondern auch von der Form, nämlich in dem Fall vom Querschnitt. Logischerweise. Ja. Je größer der Querschnitt ist, weil die müssen ja nicht so weit wandern, dann hat das auch in Summe weniger Widerstand. Da brauche ich auch weniger Spannung, dass das da durchpfeift. Okay? Es gibt also mehrere Größen. Ja? Es gibt auf alle Fälle den sogenannten spezifischen Widerstand. Ja? Das ist der Rho. Der abgekürzt. So wie die Dichte. Spezifischer Widerstand heißt der. Dieser spezifische Widerstand, das ist eine Materialkonstante. Okay? Der wird halt gemessen in Ohm Quadratmillimeter pro Meter normalerweise. Das ist die Einheit. Wüdeeinheit. Gell? Aber warum werden wir gleich sehen? Weil jetzt nämlich der Gesamtwiderstand von einem Leiterstück R, ja, ist Rho. Mal L durch A. Okay? Was ist jetzt das A? Das A ist die Querschnittsfläche hier. Ja? Das ist das A. Und das L ist die Länge. War jetzt nicht so schwer. Ja? Es ist nämlich auch so, dass der Widerstand steigt, je länger ein Leiter wird. Ist logisch, ne? Wenn ich 1 Meter Kabel habe,
hat es einen gewissen Widerstand, und wenn ich 2 Meter Kabel habe, dann hat es einen doppelten Widerstand. Das genau kommt da aus. Ja. Das Roh ist eben vom Material, das Roh, also nicht von Kupfer zum Beispiel, Roh, Cu, ja, das ist 0,017 ungefähr. Was nicht. Jetzt schauen wir, 178. 178 Ohm pro Quadratmillimeter und Meter. Ja. Silber. Ja. 0,016 irgendwas. 67. Ja. Ohm pro Quadratmillimeter und Meter. Gold. Aurum. 0,022 Ohm pro Quadratmillimeter. Das heißt Gold. Das ist auch Gold, das ist ja viel schlechter wie Kupfer. Ne? Je größer dieser Wert ist, desto mehr Widerstand hat das gleiche Leiterstück, logischerweise. Ne? Das heißt aber auch, wenn ich einen Leiter, einen großen fetten Leiter, ne, zu einem kleinen dünnen Leiter mache, ja, also dann wird er länger, ja, so, obwohl ich das gleiche Material da verwendet habe, praktisch die gleiche Materialmenge, hat das Leiterstück wesentlich mehr Widerstand, weil der Querschnitt ist kleiner geworden, ja, wenn das kleiner wird, wird das größer, und die Länge ist auch länger geworden, wenn das größer wird, wird das auch größer. Ja. Puh, okay? Das heißt, es hängt nicht nur vom Material ab, sondern auch von den geometrischen Gegebenheiten. Es ist einfach. Ja. Wieder eine Analogie mit der Wasserleitung. Eine dünne Wasserleitung hat einen größeren Strömungswiderstand wie eine fette große Leitung, das hat weniger Strömungswiderstand. Ja. Natürlich wird nicht überall in jede Steckdose, weiß nicht, ein 10 Quadrat einlegen, ja, weil muss jetzt halt werden auch, ja, unnötig. So, das ist jetzt also der Widerstand von der Geometrie. Ja. Es gibt übrigens auch den Kehrwert des Widerstandes, das ist der sogenannte Leitwert. Ja. Der sogenannte Leitwert, welche Farbe gebe ich den? Den gebe ich grün. Leitet. Ja. G. Das ist 1 durch R. Ja. Einheit. Das ist der Leitwert. Einheit ist 1 durch Ohm oder 1 Siemens. 1 S. Okay. Ist eine unübliche, eher unübliche Einheit, aber also man verwendet den schon. Nicht, ich sage jetzt unüblich, wir werden schon sehen. Ja, bei der Parallelschaltung können wir das sehr gut verwenden. 1 durch R. Und das ist interessanterweise auch, ja, A dividiert durch A mal Gamma durch L. Ja. Das Gamma ist die Leitfähigkeit. Okay? Die Leitfähigkeit des Materials. Gamma. Leitfähigkeit. Die sagt praktisch genau das gleiche aus wie das Rho, und die ist nämlich auch 1 durch Rho. Okay? Das ist. Das gilt nämlich auch hier oben. L dividiert durch Gamma mal A. Okay? Das sind so die Zusammenhänge mit der Geometrie. Ja? Leitwert, Widerstand, Leitwert. Ist der Kehrwert des Widerstandes, und da gibt es dann die Materialkonstanten, spezifischer Widerstand bzw. Leitfähigkeit, die auch nur der Kehrwert sind, und aus der Geometrie kann man eben den Widerstand für ein Stück Leiter berechnen. Okay? Ist aber nicht das Einzige, was da einen Einfluss hat. Ist nicht das Einzige, was auf den Widerstand eines Stückchen Leiters einen Einfluss hat. Schauen wir uns nochmal das Bild an, hier. Diese Atomrümpfe, diese Atomkerne. Ja. Ich habe schon im letzten Video gesagt, wir können uns die zwar still vorstellen, weil im Großen und Ganzen bleiben stabil, weil sonst war es nicht fest, sondern dann wird das zerfließen. Ja. Wenn diese Bindungen zwischen den Atomen aufbrechen, dann ist so viel Energie da drin, dass das Zeug flüssig wird. Ja. Dann schmilzt es. Ja. Das passiert nämlich,
wann sich die Atome da so heftig bewegen, hin und her bewegen, Wärme ist ja nichts anderes wie Zittern der Atomrümpfe da drin, das ist Wärme. Ja? Wann die komplett stillstehen, sind wir am absoluten Nullpunkt angelangt. Ja? 0 Kelvin, minus 273, irgendwas Grad Celsius. Ja? Dann zittert nichts mehr, dann ist still. Ja? Hat noch kein Mensch jemals erreicht. Alle Temperaturen darüber, ja, zittern die, und je wärmer es wird, desto ärger zittern die hin und her. Ja, geht's voll zu? Ja. Und irgendwann ist das Zittern so stark, dass eben diese Bindungen zwischen den Atomen aufbrechen und dann schmilzt es. Ja, dann, das passiert ja bei unterschiedlichen Materialien, bei unterschiedlichen Temperaturen. Okay, was bedeutet das aber für unsere Leitfähigkeit? Jetzt müssen wir sich vorstellen, die Atome pfeifen da, die Atome, die Elektronen pfeifen da durch, zwischen den Atomrümpfen hindurch, ja, vor einem Atom. Und wenn die jetzt zittern, wie blöd, ja, das ist so, wie wenn ein Torwart im Tor steht, ganz ruhig, dann schießt er immer Tor. Und wenn man dumm hampelt, wie, weiß ich nicht wer, ja, wenn er praktisch überall gleichzeitig ist, dann wird es schwieriger, ein Tor zu schießen. Genauso ist es hier. Ja. Je mehr die Atome zittern, desto schwieriger ist es für die Elektronen, dass da durchkommen. Okay? Deswegen gibt es auch einen Zusammenhang zwischen der Leitfähigkeit, ja, dem Widerstand, und der Temperatur. Okay? Und der ist in den meisten Materialien blöderweise nicht sehr linear. Das schaut man meistens so irgendwie aus. Ja? Da ist der Widerstand R. Ja? Da ist die Temperatur. Und jetzt mache ich wieder einen komischen Buchstaben hin. Theta. Das ist der übliche Buchstabe. Mal das in Grad Celsius. Also da habe ich Grad Celsius. Und da habe ich da oben. Ja. Und es ist jetzt so, dass bei 20 Grad Celsius, ja, gibt es halt einen gewissen Widerstand. Da. Okay? Schön wäre es, wenn sich unsere Materialien linear verhalten würden. Das heißt, irgendwie, je höher die Temperatur ist, desto höher wird es. Aber in echt, ja, in echt schaut das halt ein bisschen anders aus, blöderweise. In echt haben wir da eine Banane. Ja, oder Banane. Haben wir eben eine Nichtlinearität drin, die jetzt so irgendwie ist nicht ganz linear. Ja. Für messtechnische Zwecke ist das von Bedeutung. Ja. Es gibt ein Video über Messtechnik, da benutzt man das aus. Ja. Für uns in der Elektrotechnik, ob wir da hinten jetzt dann wieder einen Fehler machen vor ein paar oben oder nicht, ist uns relativ egal. Ja. Das heißt, wenn wir da hinten hier, ja, bei einer anderen Temperatur, Theta, ja, die den Widerstand ausrechnen wollen, ja, da gibt es da Delta R, da ist die Delta Theta, dann werden wir das jetzt im ersten Moment linearisieren. Okay? Alle gerade. Werden wir das im ersten Moment linearisieren und wir sagen, wir folgen der Formel, ja, R von Theta, also bei einer gewissen Temperatur, ja, ist R20. Das ist der Widerstand, den ich hätte bei 20 Grad Celsius. Okay? Mal. Und jetzt kommt's. 1 plus, ja, 1 plus, und jetzt habe ich eine geraden Gleichung praktisch, Alpha mal Delta Theta. Okay? Das ist die Formel, nach der wir uns richten wollen. Also ich brauche diesen R20. Ja. R20 kann ich daraus irgendwie ausrechnen, ja, weil diese Werte hier gelten auch für 20 Grad Celsius, ja, weil eigentlich ändern sie ja D. Dass diese Werte hier gelten für 20 Grad Celsius, da kann man R20 ausrechnen, über das Alpha und den Unterschied zur Temperatur kann man was anderes ausrechnen. Ja. Dieses Alpha hier, ja, sogenannte Temperaturbeiwert. Die Einheit ist pro Kelvin. Ja.
pro Kelvin. Und zum Beispiel Aluminium hat 0,004 pro Kelvin. Ja? Das heißt, um 0,4% pro Kelvin oder pro Grad Celsius wird der Widerstand höher. Ja? Weil 1 plus 0,004 in Prozent, ja, mal 100, sind 0,4%. Ist ebenfalls eine Materialkonstante. Aber das 0,004 ist eine relativ gute Näherung. Wenn man auch nichts anderes weiß, wenn man keine Tabellen zur Verfügung hat, nimmt man das und passt. Ja. Sollte es sein. Weil wir in echt wissen wir ja nicht. Ja. Im technisch üblichen Bereich, sagen wir mal, kommen wir damit durch. Ja. Zumindest, wenn es darum geht, dass man da irgendwelche Windungen auslegt oder sonst irgendwas, dass man sagt, okay, die Windung wird halt maximal 100 Grad haben, was habe ich dort für einen Widerstand? Okay. Wie gesagt, für Messtechnik ist diese eine Formel hier mit dem einen, mit der Linearisierung hier nicht ausreichend. Ja? Da will ich es genauer wissen, weil da ist nämlich wichtig, ob das 50,2 oder 50,5 Grad sind. Ja? Wenn das wichtig wird, kommen wir mit dem nicht mehr durch. Ja. Also das ist der Widerstand. Das ist der Widerstand in Festkörpern. Ja? Wie gesagt, Ohmsches Gesetz, das Zusammenhang zwischen Strom und Spannung. Der Widerstand selbst ist abhängig, ist eine Materialkonstante, die irgendwie jetzt sagt, wie viel freie Ladungsträger ich darin zur Verfügung habe und wie leicht ich von Atomrumpf zu Atomrumpf wechseln können, ist eine Materialkonstante für verschiedene Materialien unterschiedlich. Und je nach geometrischer Form stellt sich dann halt pro Stück Leiter ein gewisser Widerstand ein. Ich kann auch den Kehrwert angeben. Kehrwert heißt Leitwert, ja, wird in Siemens gemessen. Und aber nicht nur die geometrische Formgebung hat einen Einfluss auf den Widerstand dieses Leiterstücks, sondern auch die Temperatur. Je heißer das wird, ja, desto mehr Widerstand hat das üblicherweise. Es gibt auch andere Materialien, speziell hier in dem Halbleitersegment. Ja. Ich habe schon jetzt gesagt, die sind nicht einmal linear, ja. Die verhalten sich da auch anders. Da gibt es Materialien, ja, die werden, je heißer das werden, desto besser leiten die. Okay? Gibt es nicht nur bei Halbleitern. Gibt es andere Materialien ebenfalls, die sich so verhalten. Ja, die haben halt ein negatives Alpha da. Gibt es auch. Ja. Kann aber nicht so einfach erklärt werden mit unserer Dings. Übrigens, ich weiß ja nicht, ob das schon mal wer gehört hat. Es gibt den Effekt der Supraleitung. Jetzt könnte man meinen, hey, das ist eh das, ne? Wenn wir da nur kalt genug wären, ist der Widerstand irgendwann null. Ja, ja, es ist aber nicht dieser Effekt. Ja? Es ist nicht dieser Effekt. Es ist, man weiß nicht genau. Ja? Es gibt Materialien, die haben einen gewissen Schwellwert, ja, und unter dieser Temperatur auf einmal verlieren die jeglichen Widerstand. Ein Strom, der dann einmal rinnt, der rinnt und der hört nicht auf. Da brauche ich gar nichts mehr machen. Ja. Der rinnt da im Kreis. Das wäre ideal, um Strom von hier nach da zu bringen. Ja. Wie funktioniert das? Man stellt sich das folgenderweise vor. Ja. Man stellt sich halt vor, da sind irgendwo die Atomrümpfe, ja, da, so irgendwie, ja. Und man stellt sich vor, es gibt eine Elektronenpaarbildung, ja. Und zwar ist da mal ein erstes Elektron und dahinter folgt ein zweites Elektron und die pfeifen jetzt, ich mache es jetzt einmal in die Richtung. Spannung ist also in diese Richtung, ja. Puh, nur aufpassen. So, weil sie ja positive und negative Ladungsträger anziehen, passiert Folgendes, ja. Die zwei Atomrümpfe wandern da irgendwo in die Mitte, weiter in die Mitte. Ja? Weil das Elektron, die sehen ja das Elektron da dazwischen und jetzt pfeift es da durch. Ja? Jetzt zieht es das an. Ja? Eine Zeit lang später, ja, jetzt zeichne ich das da rüber, das sind die ursprünglichen Positionen, zeichne ich wieder ein. Ja? Eine Zeit lang später ist dieses eine Elektron da ein Stückchen weiter. Ja. Die zwei sind aber da jetzt so eng beisammen. Ja. Okay? Das nachfolgende Elektron ist jetzt dahinter. Das folgt dem gleichen Abstand. Folgt dem gleichen Abstand. Ja.
Jetzt sind die zusammen. Jetzt ist aber das verbindende Element ein bisschen weg. Jetzt sehen die, das ist eine gleichnamige Ladung. Und stoben auseinander. Ja? Jetzt stoben die auseinander und bewegen sie praktisch ins andere Extrem. Ja? Und wenn das passiert, wenn die eben dann auseinandergezogen werden, ja, genau in dem Moment, wo dieses Elektron durch will, dann hat es mehr Platz. Ja? Dann hat es weniger Widerstand. Und wenn das genau richtig getimt ist, das heißt, wenn die jetzt nicht so sehr zittern, diese Atomrümpfe vor der Wärme, sondern wenn das so richtig schön in Schwingung gerät, ja, dann, so stellen wir sich vor, ist dann Supraleiter. Und dann sorgt jedes vorige Atom dafür, dass das nächste Atom leichter durchpfeifen kann und dann schwingt es da alles im Takt und es geht da hin wie auf der Wiesen. Okay? So stellt man sich das vor. Wie es wirklich ist, wird der Mensch auch irgendwann begreifen. Aber wir müssen das noch nicht. Für uns reicht das einmal, der Widerstand und die Sache. Das nächste Mal reden wir über Leitungsmechanismen in Flüssigkeiten. Also das war ja alles in Festkörpern. Das nächste Mal reden wir über Flüssigkeiten. Es gibt auch leitfähige Flüssigkeiten. Jetzt spreche ich nicht von Quecksilber, weil es nämlich eine atypische Flüssigkeit ist, nämlich eigentlich eine Schmelze eines Metalls. Okay? Ich rede wirklich von Flüssigkeiten wie Wasser. Ja, für dieses Mal sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.